Premiere, 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 Teil 20. Das ist Teil 20, na, wie man unschwer erkennen kann. Diesen Teil möchte ich jetzt ausnutzen. Soll mich unsichtbar machen? Möchte ich ausnutzen. Wie sage ich das jetzt? Diese Let's Plays guckt sowieso kein Schwein, deshalb kann ich das ja einfach so sagen. Um meiner Freundin Honey zu sagen, dass ich sie ganz doll lieb hab. Das mache ich aus freien Stücken. Nicht, weil sie mich dazu gezwungen hat. Okay, weiter zum Spiel. Das muss jetzt einfach mal sein. Hier ist irgendwo ein Tarngel. Ich glaube, da irgendwo drin. Ne? Sehr nützlich im Endgegnerkampf dann. Okay, das mache ich jetzt. Er leckt, ja, wie ich es liebe, wenn er leckt. Ja, ich ziehe jetzt noch viel mehr ab, stimmt ja. Da kann ich ja mal kämpfen. Die Zuschauer wollen mich immer mal kämpfen sehen, nicht wahr? Boah, so knapp. Okay, ich hoffe, die laden sich jetzt beide auf, sonst habe ich ein großes Problem. Oh, die laden sich alle drei auf. Wahrscheinlich, ja. Ich habe es so geahnt. Okay, ich habe kein großes Problem. Denn... ich greife einen an. Die halten aber auch viel aus. Dann mach Mario einfach unsichtbar. Das würde viel zu viel jetzt abziehen. Im normalen Zustand ziehen die, glaube ich, nur 1 oder 2 KP, aber also kein Ding. Die halten aber auch viel aus, die Schweine. Ha, die ziehen wirklich nur. Na, wo ich weiß nicht. Ich habe. Naja, eins ziehen es ab. Ich muss mal wieder Levels bekommen, Leute. Und wenn so ein grüner Gumbo schon 4 Sternpunkte hergibt, dann läuft irgendwas falsch. Verdammte Hauptstraße. Ich war da nur drauf, dass ein Krankenwagen vorbeifährt. Dann raste ich so derbe aus. Oh ja, lag wieder. Da ist noch ein Sternzeichen, Brief. Briefchen. Warte, ich mache einen Sternvertrag im ersten Angriff. Das probiere ich zumindest. Nein, leider nichts geworden. Oh, verdammte. Vergiss es. Das ist mal ein bisschen zu doof. Da will ich lieber einen Sternvertrag im ersten Angriff. Den kill ich jetzt noch. Jawohl. Wow. Am besten setze ich hier Schäfchen ein. Mal zum Hirten. Oh Gott, ich hoffe, das klappt auch. Sehr gut. Der letzte braucht nur ein paar Laschen. Ich wundere mich, wie die fliegen können. Ja, natürlich, der lasse ich auf. Ich habe es so gewusst, deshalb habe ich ihn auch eine geklatscht jetzt gerade. Dass er jetzt stirbt. Den ersten auch gleich. Oh, die begeben sogar 5 Sternpunkte. Ich sollte mich schämen, dass ich mich so, dass ich mein Level so vernachlässigt habe. Ah, ein paar Schäfchen bringt es trotzdem. Wenn ich eigentlich auch Wiegenlied von Mama machen können. So, 20 Sternpunkte. Das hat's nochmal gebracht. Oh, verdammt, was will ich mit dem Trockenpilz? Leute. Okay, ein KP fehlt mir. Hier kann ich mit Parakari rüber. Ah, verflucht. Ich habe deinen Schatten gesehen. Zuschauer ist Zeuge. Ah, ein Glück. Zum Glück noch erwischt. Haha,
Aufs Maul. Aufs Maul. Ein Glück laden sie sich nicht auf. Schmerzhaft. Ah, die haben mich schließlich angegriffen. Bauen sie sich nicht zu, wenn ich sie kalt mache. Das war's jetzt sowieso komplett. Ich frage mich, warum der jetzt seine Flügel nicht verloren hat. Er hat 4 KP verloren. Was soll's? Stirbt halt in der Luft. Bald wieder ein Level Up. Superpilz. Super. Sternspieler. Noch superer. Ja. Herzblock habe ich hier keinen, oder? Nein, das speichere ich jetzt ab. Wunderbar, das war Teil 20. Und nochmal, Honey, du bist mir total wichtig geworden und ich habe dich total lieb. Schleim, Schleim. Bis in Teil 21.